Im heutigen kleinen Tech Talk Video geht's drum um den neuen Bosch Smart System Motor und was er für Anschlüsse hat für Licht und Co. und was für Energie und welche Leistung wann, wie und wo rauskommt. Ich würde sagen, let's go, das und mehr im jetzigen Video. Hallo, grüßt euch zu einer neuen Folge hier auf YouTube zum Thema kleiner Tech Talk, was aus dem Bosch Smart System Motor für Anschlüsse rauskommen, für was sie da sind und wie man sie einfach dementsprechend auch nutzen kann. Dieses Video habe ich schon mal gemacht vor rund 1,5 Jahren für den Bosch Generation 4 CX Motor, also quasi für den älteren Motor. Könnt ihr euch ja gerade nochmal anschauen, in der Ecke oben verlinkt, als unten in der Beschreibung, weil viele Dinge sind einfach analog und auch ich glaube für viele, die noch ein Generation 4 Bike haben, ist ein Thema auch einfach interessant. Aber nun zurück zum aktuellen Smart System Motor. Tja, Bosch Smart System gibt es die gleichen Buchsen in der gleichen Anordnung mehr oder weniger wie beim alten Bosch Generation 4 System auch. Nur wir haben einen Unterschied schon mal zum alten System, dass die Stecker einfach kleiner geworden sind. Hat vielleicht Vor- und Nachteile. Vorteil ist der, die Stecker sind so klein geworden, dass sie so groß sind wie ein Bautenzug. Das heißt, ich kann sie mit einfachen Durchzugsmitteln am Rad durch den Rahmen einfacher durchkriegen. Das macht schon irgendwie Sinn, keine Frage. Mein Problem ist nur, oder mein Gedanke ist nur der dahinter, die Stecker sind brutal klein geworden und ob die dann auch die Wasserdichtigkeit aufweisen wie die alten, das weiß ich nicht. Aber gut, wird die Zeit dementsprechend auch zeigen, wie dann das sich so im Alltag noch anlässt. Ich habe nur die Erfahrung gemacht im alten System schon, dass mir mal irgendwann im Lichtkabel im Winter durch die Kupferlitze Wasser durchgelaufen ist und mir quasi ein Steckerpin dadurch abgegammelt ist und dann war halt Feierabend mit Frontlicht. Deswegen muss man auch da ein bisschen aufpassen am Installieren von allen Komponenten am Bosch-Motor oder Motoren allgemein, dass man einfach kein Wasser durch die Kapillarwirkung bis zum Motor durchschickt. Einfach nur ein kleiner Gedanke aus eigener Erfahrung raus. Zurück zum eigentlichen Thema des heutigen Videos. Wir haben an diesem Motor 6 Anschlüsse, wie am alten Bosch Generation 4 auch. Ich sage deswegen diese Wiederholung dazu, weil Bosch hat ja quasi auch ein klein bisschen gerühmt, dass sie den Smart System Motor aufbauen auf dem Generation 4 Motor. Was wirklich gemacht wurde, wissen wir alle nicht, ist auch völlig klar. Ob der Motor gleich innerlich ist oder nicht, das soll auch gar nicht Thema heute sein. Anschlüsse haben wir an diesem Motor eigentlich die wesentlichen. Fangen wir mal vorne an. Wir haben diesen dicken Knubbel vorne mit diesen 4 oder 5 Leitungen. Das ist unsere Batteriestromversorgung, die vom Akku kommt oder zum Akku geht, egal wie rum. Die ist einfach so und der hat man auch nichts zu suchen, mehr oder weniger. Außer ich muss mal irgendwie ein Kabel aufgrund von einem Kabelbruch auswechseln. Dann muss ich auch mal eventuell an dieses Kabel einfach rangehen. Warum haben wir an dem Stecker mehr als 3 oder mehr als 2 Leitungen? Es würde ja reichen, an der Stromversorgung vom Akku einfach nur ein Plus und Minus zu haben und der Rest wäre ja eigentlich völlig egal. Naja, nicht wirklich ganz. Die kompletten Komponenten am Bike untereinander kommunizieren über sogenannten CAN-Bus. Dieser CAN-Bus oder CAN-Bus ist wie im Auto auch genau das gleiche Prinzip dahinter, dass man einfach Datenpakete von Motor auf Akku, Akku auf Motor oder auch zum Diagnose auslesen in der Werkstatt mit allen Komponenten auch kommunizieren kann. Das heißt, alle Komponenten, Motor, Akku, Display, wo ich habe, haben diesen CAN-Bus-System, auch sogar das Ladegerät stellenweise und können miteinander kommunizieren, wissen genau, wie es unterschiedlichen Komponenten einfach auch geht und man kann auch Befehle von A nach B schicken, wo diese ganze Geschichte einfach deutlich einfacher machen zum Steuern und man kann einfach Drähte einsparen, weil ich kann über ein digitales Datenprotokoll, das heißt CAN-Bus, die ganze Kommunikation abwickeln. Soweit ein kleiner Randausflug in diese Geschichte rein, deswegen sind da mehr als 2 Pins für die Stromversorgung dran. Die 2 dicken, großen sind die Stromversorgung. Dann haben wir aber auch noch 5 weitere kleine Buchsen am Motor und die sind eigentlich für uns mal relativ interessant. Die ersten 2, die wir jetzt hier haben, das ist einmal der Geschwindigkeitssensor, also dieser Magnet, der hinten am Rad mitläuft und einfach ermittelt, wie schnell man gerade fährt, dass der Motor auch weiß, dass man fährt und wie schnell man fährt, um einfach auch sich selbst einzuregeln.
An dem kann man nichts tun, der ist so, wie er ist. Nur im Falle, wenn ich irgendwas warten muss, dann muss ich mir halt da einfach mal einen Stecker rantrauen und das Kabel auswechseln. Ein Stecker drüber ist der Anschluss fürs Display. Ich glaube, das könnte irgendwann mal ein Thema werden. Hatte man ja beim Bosch Generation 4 auch schon oft genug, wenn ich ein Display auswechseln musste, musste ich auch das ganze Kabel bis zum Motor nach unten durchziehen. Soll ja aktuell beim kompletten Smart System noch nicht der Fall werden. Ich bin gespannt, ob wir da auch alle wahr behalten werden, dass wir da die Leitungen drin lassen können. Aber da haben wir auf jeden Fall drüber den Anschluss fürs Display und auf dem ist quasi auch wieder drauf plus minus Stromversorgung und die CAN-Bus-Versorgung, dass wir auch unser Display bedienen können. Das sind die klassischen Dinge, die jedes E-Bike hat, wenn ich es out of the box auspacke und nutze. Das ist einfach da, weil es einfach zum Fahren wichtig ist. Die hinteren drei Buchsen werden für uns Schrauber interessant. Da haben wir jetzt drei Buchsen und die machen wirklich Sinn. Wir haben das Frontlicht, das Rücklicht und eine AUX-Stromversorgung für Zubehörkomponenten. Ich denke, soweit Front-Rücklicht mal soweit klar. Was kommt raus? Also, wir haben einmal den Frontlicht-Konnektor und den Rücklicht-Konnektor. Sind auch wieder dummerweise relativ kleine Stecker, bei Bosch gerade leider üblich, wie gesagt, aber nun gut. Müsst auch gucken, diese Stecker sind alle farbig kodiert. Wenn ihr euch jetzt Leitungen holt, um ein Frontlicht oder Rücklicht oder AUX-Strom zu haben zu wollen, sind die Stecker so gemacht, die passen nur in ihre richtige Buchse rein. Also ihr müsst dem Händler vor Ort einfach auch das Kabel bestellen oder abholen, was für diesen Stecker auch gemacht ist oder die Buchse gemacht ist. Also Rücklicht, Rücklicht, Frontlicht, Frontlicht, AUX, AUX. Ihr könnt ihn nicht tauschen. Ging früher auch nicht, aber ihr müsst einfach da ein klein bisschen aufpassen, dass ihr die richtigen Kabel euch holt, wenn ihr euch eine Lampe einbauen wollt. Thema Frontlicht und Rücklicht muss man beide im Bikeshop freischalten lassen. Ganz, ganz wichtig. Aus diesen Buchsen kommt im Regelfall, aus AUX, Rücklicht, Frontlicht, kommt im Regelfall beim Kauf noch keine Energie raus. Die muss ich mir am Diagnoserechner in der Bikewerkstatt oder im Bikeshop dementsprechend freischalten lassen. Klingt komisch, ist aber relativ einfacher Grund dahinter. Ich muss ja auch ein ganz klein bisschen gucken, was für eine Lampe baue ich mir ans Rad dran. Baue ich mir einen dran mit 16 Watt oder 17 Watt oder baue ich mir einen dran nur mit 4, 5 Watt? Hängt auch ab, wo ihr fahrt, wann ihr fahrt. Anderes Thema. Dementsprechend muss ich mir den Strom am dem Konnektor auch freischalten lassen. Hat zwei Gründe. Einmal haben wir gesetzlich eine Regelung, es müssen immer aus dem beim Bike immer noch 2 Stunden Restlicht im Akku drin bleiben, wenn der Motor nicht mehr unterstützt. Diese Lösung finde ich persönlich für mich gesehen in völligem Blödsinn, weil, sagen wir mal ehrlich, wenn ich mir irgendeine Baumarktlampe hole, hält die auch keine 2 Stunden, aber meine persönliche Meinung zu. Gesetz ist aber einfach, es müssen 2 Stunden Restlicht rauskommen, wenn man der Bike-Motor nicht mehr fährt, muss ich aber noch sicher abends heimradeln können, dann quasi auf dem Bio-Bike-Modus. Jo, jetzt gehe ich zum Bikeshop und lasse mir da freischalten, wie viel Strom ich brauche für meine Lampe. Sprich, habe ich eine Lampe mit 16 Watt, 4 Watt, 8 Watt, wie auch immer. Das muss ich mir einfach da freischalten lassen. Rauskommen immer 12 Volt, das ist auch klar. In Bosch Generation 4 konnte ich es noch einstellen lassen zwischen 6 und 12 Volt. Aber ich glaube, wenn wir uns eine Lampe holen mit irgendwas um 12 Volt, ist ja kein Thema, ich es neu kaufen muss, dann passt es auch schon dementsprechend. Und es kommt ein Kommentar mit Sicherheit unter dem Video schon mit runter. Ich kenne es ja mittlerweile, wie dieses Game hier läuft, wo drin steht, kein Thema, ich lasse mir nur freischalten 2 Watt, dann habe ich weniger 2 Stunden Reserve und ich kann mehr Akku leer fahren. Würde ich nicht tun, ich würde auch die Werte einstellen lassen, die ich mein Licht wirklich brauche. Hat einen ganz einfachen Grund. Der Motor misst mit, wie viel Strom auch entnommen wird. Wenn ihr freischalten lasst 2 Watt und baut eine Lampe an mit 16 Watt, dann wird der Motor eine Fehlermeldung auswerfen und sagen, stopp, hier stimmt irgendwas nicht und eventuell sogar das Licht wird deaktivieren und muss nochmal separat zur Werkstatt einfach hintigern. Deswegen, da jetzt einfach zu sagen, ich trickse diese Motoren aus, das funktioniert einfach nicht. Ihr müsst die Leistung freischalten lassen, die ihr auch für euer Licht dementsprechend braucht. Hat mit dem, was rauskommen kann, nichts zu tun. Bis 18 Watt kommen da raus aus dem Strom, aus dem Lichtstromanschluss. Zusammen Rücklicht und Frontlicht. Also ihr habt eine Frontlampe mit meinetwegen 16 Watt. Dann habt ihr noch fürs Rücklicht 2 Watt Reserve. Rücklichter haben im Regelfall 0,5 Watt. Also es geht im Regelfall gut auf. Dann habt ihr immer noch mit 16,5 Watt genügend Reserve und könnt dann auch das passend freischalten lassen. Also ist eigentlich einfach.
Die Bi-Konnektoren sind fürs Licht gedacht und die könnt ihr auch nutzen. Ihr müsst aber, ganz wichtig, zum Freischalten in die Bike-Werkstatt. Der obere, mittlere, genau das gleiche auch, ist die 12 Volt AUX-Versorgung. Ist einfach eine coole Geschichte. Ich will einen GPS-Tracker am Bike anschließen, brauche einfach separat Strom. Ich möchte Zubehörkomponenten, wie es gibt auch so USB-Ladeteile, sowas, einfach anschließen, dass ich einfach Energie rausbekomme. Coole Geschichte. Hier gilt aber auch, bevor ich hier Energie rausbekomme, ab zum Bikeshop und die passende Energie auch freischalten lassen. Da kommt erst einmal so auch nichts raus an Strom. Deswegen da auch ein ganz klein bisschen aufpassen. Da muss man auch sagen, erst einmal muss man das auch aktivieren lassen im Bikeshop mit der passenden Leistung. Ich halte es immer so, ich gehe quasi, wenn ich was habe zum Freischalten lassen, ich weiß, dass ich ans Rad dran schrauben werde oder dran geschraubt habe, lasse ich immer AUX freischalten und das Licht auf volle 18 Watt freischalten. Weil ich habe eine Supernova-Lampe dran, die 16 Watt braucht, plus Rücklicht sind wir aber bei 17 Watt plus minus. Deswegen immer nutze ich den kompletten Packen und fahre einmal hin und lasse einmal alles freischalten. Jetzt nochmal zurück zum Thema AUX-Anschluss. Was brauche ich denn überhaupt? Na ja, wie gesagt, einen GPS-Tracker kann ich einstecken und kann ihn dort einfach auch ganz cool mit Energie versorgen. Zum zweiten, Zubehörkomponenten, wo ich einfach ein bisschen Strom brauche, kann ich aus diesem auch entnehmen. Ich könnte aber auch Beleuchtung anschließen an diesem, aber da ein bisschen aufpassen drauf, das kann auch schief gehen. Deswegen da ein bisschen gucken, sollte man eigentlich da lassen, wo sie hingehören, an den beiden Lichtkonnektoren. Ich glaube aber eine relativ einfache Geschichte, diese drei Buchsen, die müssen können als Anschlüsse am Motor und ich finde es schon cool, dass wir als User auch an die so einfach drankommen und nutzen dürfen. Bosch macht da wenig Probleme, außer das Freischalten muss einfach da passieren. Zusammengefasst, einmal Akku haben wir zum Anschließen oder Akku ist am Motor angeschlossen, haben wir eigentlich nichts dran zu suchen, das ist auch klar. Wir haben einmal den Geschwindigkeitssensor, der hinten am Rad dran hängt. Wir haben einmal das Display, was im Moment eigentlich auch soweit passt, außer ich muss eine Leitung tauschen oder Display tauschen oder was auch immer. Und dann noch ganz wichtig, unsere drei Versorgungen für Licht, vorne, hinten und für den AUX-Strom. Noch ein Thema zum Schluss dieses Videos. Natürlich kann ich jetzt sagen, cool, ich habe eine Lampe jetzt am Rad dranhängen, die hat irgendwas um die 18 Watt. Sagen wir mal, 20 Watt lässt sich einfacher rechnen. Ihr müsst halt bedenken, wenn ihr eine Lampe ans Rad anschraubt mit 20 Watt und habt die quasi im Fahren immer an, ich lasse sie meistens immer an, weil aus Sicherheitsgründen ich gern gesehen werden möchte, ich aber an der Straße fahre, fahre ich auch am Tag mit einem Fahrradlicht. Aber müsst ihr einfach halt sehen, ihr verbratet 20 Watt Strom pro Stunde quasi immer mit einer Fahrt. So, macht ihr eine Tour mit, sagen wir mal, 5 Stunden, dann verbratet ihr mal geschwind nebenher 100 Wattstunden Strom aus eurem Akku. Klingt einfach komisch, aber ist so. Das heißt, bei einem Akku mit, sagen wir mal, 57, was aktuell drin ist, dann habt ihr nur noch 56 Wattstunden übrig zum Fahren, weil der Rest ans Licht verballert wurde oder an Zubehör. Also vielleicht auch darüber nachdenken, im Kauf der Lampe, welche Lampe brauche ich für mein Fahrprofil? Für mich ist klar, ich fahre viel im Winter, ich fahre viel bei Nacht und da ist einfach cool Nacht und da brauche ich einfach eine Lampe, die äquivalent zum Autolicht einfach ist. Für mich ganz, ganz wichtig, da gehe ich diesen Kompromiss super, super gerne ein. Wenn aber ihr sagt, okay, für mich ist einfach lange Akkulaufzeiten viel, viel wichtiger und ich fahre nur am Tag, Licht ausmachen macht dann Sinn, klar, Sicherheitsfaktor, naja, man muss überlegen. Oder einfach Lampen zulegen, die weniger Leistungsaufnahme haben, da sie weniger Energie runterfressen. Das gleiche gilt auch für den AUX-Anschluss. Die Energie, wo ich entnehme, gehe ich von meinem Fahrakku runter. Und je nachdem, was anschließe, mit, wenn es nur 2-3 Watt sind, die ihr aktuell braucht, natürlich irgendwann die Leistung jammern auf hohem Niveau von meinem Fahrakku runtergefespert. Ich hoffe, dass ich mit der Folge euch ein klein bisschen Licht reinbringen konnte in das Thema Anschlüsse am Motor und ein paar kleine Ausflüge nebendran draus, um was es dabei geht bei diesem Thema, was kann ich an diesem Motor an welchen Leistungen einfach entnehmen. Ich finde es einfach nur spannend oder schön, dass Bosch uns die Möglichkeit gibt, so einfach an das Thema ranzukommen. Das ist bei anderen Motoren oftmals nicht ganz so schön gelöst. Hier finde ich es echt richtig klasse, dass wir die Freiheit einfach haben, außer der kleine, ja, Nachteil, ich muss halt zum Freischalten in den Bikeshop, um mir die passenden Leistungen freischalten lassen. So, diese kleine Folge. Lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.